Der amerikanische Schauspielstar Treat Williams ist am 12. Juni 2023 gestorben. Nach einem Motorradunfall starb der Hollywood-Star im Alter von 71 Jahren. Über Jahrzehnte wirkte er in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit. Williams feierte 1979 in der Hauptrolle als charismatischer Hippie George Berger in Milo Formans Musical-Verfilmung Hair seinen Durchbruch in Hollywood. Er wurde für einen Golden Globe als bester Nachwuchsdarsteller nominiert. Steven Spielberg holte ihn für die Komödie 1941 Wo bitte geht's nach Hollywood vor die Kamera. Williams spielte auch an der Seite von Robert De Niro in dem Gangsterdrama Es war einmal in Amerika mit. Dem letzten Film von Regisseur Sergio Leone. Von 2002 bis 2006 spielte er in der Familienserie Everwood einen verwitweten Arzt, der mit seinen Kindern aus New York in eine kleine Stadt nach Colorado zieht. Williams war seit 1988 mit der Schauspielerin Pam Van Sant verheiratet. Das Paar hatte zwei Kinder. Der US-Rapper Big Pokey ist am 18. Juni 2023 mit nur 45 Jahren gestorben. Noch ist die Todesursache unklar, doch Bilder in sozialen Medien sollen zeigen, wie der Rapper bei seinem letzten Auftritt in der texanischen Stadt Beaumont auf einer Bühne zusammenbricht. Auf dem Instagram-Account des Rappers, dessen bürgerlicher Name Milton Powell lautete, hieß es: Mit tiefer Trauer teilen wir die Nachricht vom Ableben unseres geliebten Milton Big Pokey Powell mit. Das erste Album des Künstlers, Hardest Pit in the Litter, erschien 1999. Der Schweizer Radprofi Gino Mäder ist tot. Er erlag am 16. Juni 2023 nach einem Sturz bei der Tour de Suisse seinen Verletzungen. Mäder wurde nur 26 Jahre alt. Der Radprofi war auf der Abfahrt vom Abula-Pass zum Zielort La Punt zu Fall gekommen, in eine Schlucht gestürzt und schwer verletzt worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte lag Mäder einer Mitteilung zufolge reglos im Wasser. Er musste anschließend wiederbelebt werden und war in eine Klinik in Chur geflogen worden. Er hat es nicht geschafft. Die bekannte Schriftstellerin und Krimi-Autorin Carol Higgins Clark ist am 12. Juni 2023 gestorben. Mit ihrer Detektivserie um die Ermittlerin Regan Reilly wurde Carol Higgins Clark ab den 90er Jahren als Schriftstellerin berühmt. Laut ihrer Familie starb sie an den Folgen einer Blinddarmkrebserkrankung im Alter von 66 Jahren. Carol Higgins Clark wurde am 28. Juli 1956 in New York geboren. Ihre Mutter Mary Higgins Clark war ebenfalls eine erfolgreiche Krimi-Autorin. Carol Higgins Clark begann wie ihre Mutter damit, Bücher zu schreiben. Sie startete eine erfolgreiche Krimireihe um die Ermittlerin Regan Reilly, die teils autobiografisch und von einem humorvoll lockeren Stil geprägt war. Bis 2010 erschienen 18 Romane der Reihe. Einige ihrer Bücher wurden zudem verfilmt. Mögen Sie und all die anderen Stars in Frieden ruhen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass bitte gern ein Like da und abonniere diesen Kanal und schreibe eine freundliche Beileidsbekundung in die Kommentare. Vielen Dank.